Karte von Europa und das ist die Karte, wenn Sie eigentlich eine Projektion machen nach dem Innovation Ranking. Und da ist die Schweiz eben viel größer, als sie eigentlich geografisch ist. Meine Frage ist, wie ist die Kinetik, wie ist die Entwicklung? Ist das eine allgemeine Tendenz oder sind das einfach Ausnahmen gewesen? Das ist kein Problem, das sollte formell in Ordnung sein. SNF wären ganz viele Sachen gar nicht möglich. Auslandsaufenthalte wären nicht möglich, viele Workshops wären nicht möglich. Die Vernetzung und die finanzielle Hilfe ohne den SNF, also es wäre einfach nicht durchzuführen. Ich hatte bisher zwei Nationalfondsprojekte und das ist auf meinem Curriculum Vitae natürlich ein ganz wichtiger Eintrag. Zum Beispiel 3.500 Grants letztes Jahr, 2012. Das sind Grants für Projekte, das sind auch viele Career Grants, Sie sehen 1.200 Career Grants, das sind zum Beispiel Postdoctoral Grants, damit Leute im Ausland forschen können nach ihrem Doktorat an einer Schweizer Universität. Das sind auch also Personen, die gefördert werden, etwa 9.000 Personen, das ist nicht ganz ein Viertel der Forschenden in der Schweiz. Der Nationalfonds, der trägt dazu bei, dass die akademische Karriere und die Laufbahn attraktiv sind oder macht sie auf jeden Fall attraktiv. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache.